Was sagst du, Rudi? Sauer macht lustig? Da bin ich mir nicht so sicher. Heute sprechen wir über unseren Säure-Basen-Haushalt, aber auch über mögliche Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bei einer Übersäuerung. Aber eine Sache kann ich dir schon mal verraten. Würde unser Blut aufgrund einer schlechten Ernährung wirklich stetig übersäuern, dann würde auch kein Basenfasten mehr helfen. Dann wäre es wie für Rudi einmal Zeit für die Intensivstation. Säure-Basen-Haushalt. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Haushalt und nicht um ein konstantes Verhältnis. Das heißt, die Basen und die Säurenmengen, die ändern sich stetig. Vielleicht hast du auch schon mal deinen pH-Wert des Urins mit solchen Indikatorstreifen getestet. Das sind einfach so kleine Papierstreifen mit so einem gelben Bereich, den man dann unter den Urinstrahl hält, und so kannst du deinen pH-Wert messen. Die Abkürzung pH steht für den lateinischen Begriff Pondus Hydrogeni, was so viel bedeutet wie Gewicht des Wasserstoffs oder besser ausgedrückt die Konzentration an Wasserstoffionen in einer Lösung. Man nennt die auch Protonen. Viele Protonen machen eine Lösung sauer und wenig Protonen hingegen machen eine Lösung alkalisch oder basisch. Um den pH-Wert anzugeben, gibt es diese pH-Wert-Skala. Der neutrale Wert ist hier bei 7, also in der Mitte, das entspricht ungefähr Wasser. Und je weiter man in Richtung 0 geht, desto saurer wird es. Und je weiter man in Richtung der 14 geht, desto basischer wird es. Hier siehst du mal die Reaktion von Wasser im Vergleich zu Cola. Leider können die pH-Streifen für den Urin nur einen Wert bis 5,6 im sauren Bereich angeben. Klassische Coca-Cola-Produkte haben sogar einen sauren Wert von 2,5. Je nach deinem Stresslevel, nach der Uhrzeit oder auch nach dem, was du gegessen hast, ändert sich dein pH-Wert über den Tag. Und deshalb solltest du, wenn du das mit solchen Streifen mal testen möchtest, auf jeden Fall 5 bis 6 Testungen pro Tag mal durchführen. Dabei ist es auch ganz normal, dass der Morgenurin sich eher in einem sauren Milieu verhält, und über den Tag verteilt solltest du aber 2-mal eher einen basischeren Wert erreichen. Das ist sozusagen diese lebendige Kurve, die für einen gesunden pH-Wert spricht. Entscheidend ist also, dass wir eine lebendige Kurve haben und keine gerade Linie. Wenn du jetzt allerdings über den Tag verteilt ausschließlich saure oder ausschließlich basische Werte erzielst, dann solltest du das auf jeden Fall mal abchecken lassen, denn dann könnte das für eine Regulationsstörung deines Organismus sprechen und das könnte unterschiedliche Ursachen haben. Das Spannende ist, dass unsere Körperflüssigkeiten komplett unterschiedliche pH-Werte aufzeigen. So hat zum Beispiel unsere Haut einen eher sauren pH-Wert. Man sagt ja auch, man hat so einen Säureschutzmantel um die Haut. Und unser Magen ist sogar noch viel saurer. Wir haben einen pH-Wert von 1 bis 4, also das schwankt auch sehr, je nachdem, wie stark der Magen gefüllt ist. Und wir brauchen auch diese Säure im Magen, einmal um die Bakterien abzutöten, aber natürlich auch um unsere Nahrung zu zerkleinern. Und so könnte man jetzt denken, dass unser Magen ziemlich sauer ist, aber tatsächlich ist er auch der größte Basenlieferant, denn neben der Salzsäure produziert er auch das Natriumcarbonat, eine sehr, sehr wichtige Base für unseren Körper. Während unser Magen also einen großen Bereich der pH-Wertskala einnimmt, ist unser Blut hingegen sehr, sehr sensibel. Denn hier haben wir einen pH-Wert von ungefähr 7,35 bis 7,45, also wirklich ein kleiner Bereich der Skala. Und bereits kleinste Schwankungen außerhalb dieses Normbereichs können fatale Folgen haben. Sinkt der Wert unter diesem Normbereich, dann kommt es zu einer Azidose, also einer Übersäuerung. Und steigt dieser Wert über den Normbereich, dann kommt es zu einer Alkalose. Also wir sind dann zu sehr im basischen Bereich mit unserem Blut. Und nun habe ich gerade zum ersten Mal den Begriff der Übersäuerung in das Video reingeworfen. Ich würde gerne an dieser Stelle eine wichtige Unterscheidung machen. Es gibt zum einen die medizinische Notfallsituation der eben erwähnten Azidose. Das ist wirklich eine so dringliche Situation, dass wir ins Krankenhaus kommen müssen. Hingegen gibt es aber auch eine latente, chronische Übersäuerung, die man wieder in den Griff bekommen kann. Wir gehen später in dem Video auch über diese latente Übersäuerung ein. Du kannst gerne in den Kapiteln auch vorspringen, wenn dich der nächste Teil nicht so interessiert. Jetzt möchte ich dir aber ganz kurz erklären, was diese Azidose, diese Notfallsituation genau ist. Es gibt nämlich genau 2 Gründe für eine Azidose. Entweder eine respiratorische Ursache, das heißt atmungsbedingt. Das bedeutet, normalerweise atmen wir ja Sauerstoff ein und wir atmen CO2 wieder aus. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel unter starkem Asthma leiden oder eine Langzeitbeatmung hinter uns haben, dann kann es sein, dass dieser
Prozess gestört ist und wir nicht mehr genug CO2 abatmen und dadurch bei uns im Körper Säuren entstehen. Denn CO2 wirkt im Körper sauer. Die zweite Ursache ist die metabolische Ursache. Also das bedeutet, es ist stoffwechselbedingt. Da kann es zum Beispiel einmal sein, dass wir zu viele Basen verlieren, zum Beispiel bei sehr, sehr starkem Durchfall, dass wir zu viel Bicarbonat, also Basen, ausscheiden. Oder andersherum, es sammeln sich zu viele Säuren in unserem Körper an. Wie zum Beispiel bei der Erkrankung Diabetes mellitus kann es durch den Insulinmangel zu einer metabolischen Azidose kommen. Und ebenso kann auch eine Niereninsuffizienz dazu führen, dass wir zu viele Säuren in unserem Körper ansammeln. Denn eigentlich hat ja die Niere die Funktion, dass sie unseren Urin filtert, die ganzen Stoffwechselprodukte ausscheidet. Wenn das aber nicht mehr richtig funktioniert, dann kann es sein, dass sich das alles im Körper ansammelt und wir auch an einer Azidose erkranken. Wenn also die Nieren oder auch die Lunge und die Atmung nicht mehr richtig funktioniert, dann kann es sein, dass darunter unsere Herzleistung leidet und wir auch Herzrhythmusstörungen bekommen können. Und das bringt uns natürlich in eine lebensgefährliche Situation. Und du kannst dir bestimmt denken, in so einer Situation hilft auch kein Basenfasten mehr, denn dann ist wirklich die Intensivstation angesagt. Ich habe aber eine gute Nachricht, denn ein gesunder Körper ist durch ausgeklügelte Regelmechanismen in der Lage, deinen Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht zu halten. Das Ganze nennt man auch Puffering und das ist sehr, sehr wichtig, denn nur so können Stoffwechselprozesse reibungslos ablaufen und die Enzyme in unserem Körper auch richtig arbeiten. Ich blende dir hier mal nur ein paar der wichtigsten Enzyme ein, damit du siehst, für was die zuständig sind. Hätten wir diese Biokatalysatoren nicht, dann würden all die Prozesse in unserem Körper gar nicht funktionieren. Aber dennoch gibt es Leute, die, ohne dass sie es wissen, an einer latenten, chronischen Übersäuerung leiden. Das bedeutet, dass die Puffersysteme schlichtweg überfordert sind. Kommen wir nun zu einem sehr umstrittenen Begriff, nämlich dem Wort Schlacken. Ich bin in dem Detox-Video auch schon mal auf dieses Wort eingegangen, denn in der Wissenschaft gibt es dieses Wort nicht. Es gibt in der Medizin keine Schlacken, die sich irgendwo im Körper absetzen. Jedoch ist das ein häufig verwendeter Begriff, bei uns im Alltag, aber zum Beispiel auch oft in der Naturheilkunde, wovon Schlacken die Sprache ist. Wo kommt dieses Wort eigentlich her? Die Reste aus einem Kohleofen wurden damals als Schlacken bezeichnet und heutzutage wird in der Naturheilkunde teilweise das Wort Schlackenstoffe verwendet, um Stoffwechselendprodukte oder Zwischenprodukte zu beschreiben, die zum Beispiel bei einer Detox, also einer Entgiftungskur, entstehen. Manche verstehen Schlacken auch als saure Substanzen oder schädliche Rückstände, die sich in dem Gewebe ablagern und zum Beispiel so Zellulite hervorrufen. In der Medizin ist diese Theorie der Schlacken widerlegt. Die typischen Symptome einer Übersäuerung sind tatsächlich eher unspezifisch. Das heißt, manchmal kann man sie übersehen oder auch eher einer anderen Krankheit zuordnen und einem ist gar nicht so bewusst, dass das vielleicht wirklich an der Übersäuerung liegen könnte. Ständige Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder auch Antriebslosigkeit könnten zum Beispiel ein Anzeichen dafür sein. Auch Kopfschmerzen oder Konzentrationsschwierigkeiten genauso wie Schlafstörungen könnten zum Beispiel die Folge von einer Übersäuerung sein. Und genauso können auch Nervosität oder Unruhezustände die Folge sein. Manche gehen sogar so weit und behaupten, dass auch vermehrte Entzündungen im Körper ein Anzeichen für eine Übersäuerung sind. Die Folge von einer ständigen Übersäuerung unseres Körpers ist ein gestörter Stoffwechsel und wie wir wissen, kann das auf jeden Fall langfristig auch zu Krankheiten führen. Was sind jetzt die möglichen Ursachen? Ich erzähle jetzt wahrscheinlich nichts Neues, denn an erster Stelle steht hier einmal zu wenig Bewegung. Und leider ist das unserer Generation, unserer Gesellschaft geschuldet, unsere Jobs, dass wir nur noch zu Hause rumsitzen und einfach uns zu wenig bewegen. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der eine Übersäuerung fördern kann. Eine zweite Ursache sind ständige Diäten oder auch die falsche Ernährung. Ich gehe da später nochmal näher drauf ein, aber ich möchte hier schon mal betonen, dass das wirklich mit einer der wichtigsten Punkte ist und das ist auch eine Sache, die wir ja selber ganz gut regulieren können und deswegen kannst du auch deine Übersäuerung wieder in den Griff bekommen. Und um hier an dieser Stelle einmal einen Mythos aufzudecken, es geht nicht darum, dass du keine sauren Lebensmittel mehr essen darfst, sondern du solltest säurebildende Lebensmittel vermeiden. Das heißt, ein Lebensmittel wie zum Beispiel die Zitrone, die kann ruhig sauer schmecken. Es geht darum, wie sie verstoffwechselt wird. Es gibt nämlich Lebensmittel, die schmecken vielleicht gar nicht sauer, aber wenn du sie verstoffwechselst, werden in deinem Körper Säuren freigesetzt. Bei der Zitrone ist es zum Beispiel so, dass aus den Mineralstoffen, die in ihr enthalten sind, Basen entstehen, weshalb die Zitronensäure dann zu einer milderen Kohlensäure verstoffwechselt wird, welche wir einfach ausatmen können. Das heißt, die Zitrone ist letztendlich gar nicht so sauer. Ein weiterer negativer Punkt, der ebenfalls zu einer Übersäuerung führen kann, ist ein erhöhtes Stresslevel. Denn wie wir wissen, werden bei Stress immer diese Stresshormone wie zum Beispiel Cortisol ausgeschüttet und auch das führt dazu, dass dein Säure-Basen-Haushalt aus dem Gleichgewicht kommt.
und du vielleicht zu einer Übersäuerung neigst. Und ebenso sind natürlich auch Toxine für deinen Körper nun mal Gift, wie zum Beispiel zu viele Medikamente, aber auch natürlich Rauchen oder Alkohol. Denn auch das fördert die Säurebildung in deinem Körper. Und wie vorhin schon in dem medizinischen Part erklärt, sind natürlich Erkrankungen der Niere oder auch der Leber oder der Lunge mögliche Ursache für eine Übersäuerung deines Körpers. Um deinen Organismus bei der Beseitigung von diesen schädlichen Säuren zu unterstützen, kannst du einige meiner Tipps befolgen. Nun gibt es auf dem Markt zahlreiche Wundermittel und Wunderpillen, die angeblich gegen eine Übersäuerung helfen sollen. Mein erster Tipp an dieser Stelle: spar dir lieber das Geld und versuche lieber deine Ernährung anzupassen. Das heißt im Klartext weniger säurebildende Lebensmittel und dafür mehr Basenbildner. In dieser Tabelle wird nochmal deutlich, dass vor allem tierische Produkte Säure bilden. Die Aminosäuren in Käse, Milch und Fleisch wirken säuernd, da sie zu anorganischen Säuren wie Phosphorsäure und Schwefelsäure umgewandelt werden. Diese können jedoch nicht weiter abgebaut werden und müssen durch Basen neutralisiert werden und dann über die Nieren ausgeschieden werden. Mehrere Studien haben zudem gezeigt, dass ein Säureüberschuss durch übermäßigen Fleischkonsum zudem auch zu einer verstärkten Mobilisation von Calcium aus der Knochensubstanz führt. Das heißt, dem Knochen wird also Calcium entzogen. Um deinem Körper etwas Gutes zu tun, kann ich dir also eine pflanzliche Ernährung empfehlen, die sich basisch auf deinen Körper auswirkt. Und wenn wir schon beim Thema Ernährung sind, dann würde ich auch gerne hier an der Stelle wieder sagen, versuch so gut es geht auf Fastfood und auch auf Fertiggerichte zu verzichten. Denn einmal bringst du so deinen Säure-Basen-Haushalt vielleicht aus dem Gleichgewicht und auf der anderen Seite hast du auf jeden Fall einen Nährstoffmangel. Denn in solchen Produkten ist auf jeden Fall nicht genug an Vitaminen und Mineralstoffen enthalten. Und das nächste Thema, was ich ansprechen möchte, sind die Diäten. Denn meiner Meinung nach wird das Thema Säuren-Basen-Haushalt viel zu sehr mit Crash-Diäten, Abnehm-Diäten oder auch radikalen Fasten in Verbindung gebracht. Allerdings muss man da wissen, dass eine Nahrungskarenz, also ein Mangel an Nahrung und dementsprechend ein Mangel an Kalorien und Energie, dazu führt, dass die Energie aus dem Fett hinzugezogen wird. Und bei diesem Prozess entstehen freie Fettsäuren oder auch Ketonkörper. Das sind organische Verbindungen, die bei einem Energiemangel oder bei Hunger entstehen. Und die wirken sauer auf deinen Körper. Also anstatt Crash-Diäten auszuprobieren, deinen Stoffwechsel durcheinander zu bringen und deinen Säure-Base-Haushalt zu gefährden, solltest du versuchen, mehr basenbildende Produkte zu dir zu nehmen. Du kannst sehr gerne mal auf unserer Bitterliebe-Website vorbeischauen, denn wir haben mal eine Basenkur kreiert mit leckeren basischen Rezeptideen und auch den passenden Einkaufslisten, damit nichts mehr schiefgehen kann. Und wenn es dir dennoch schwerfallen sollte, basenbildende Lebensmittel in deine Ernährung zu integrieren, dann kann ich dir das Produkt von Bitterliebe empfehlen, denn das ist der Bitter-Basen-Komplex. Das sind Kapseln, die du aufnehmen kannst, zusätzlich zu einer gesunden Ernährung, die viele bittere, aber auch basische Pflanzen enthalten. Und zudem auch noch wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente, wie zum Beispiel Zink, was extrem wichtig für deinen Säure-Basen-Haushalt ist. Mein nächster Tipp bezieht sich auch auf das Essen, genauer gesagt auf dein Essverhalten. Es geht nämlich um das Kauen. In der heutigen Zeit, wenn wir auch so einen stressigen Alltag haben, dann sitzen wir vielleicht vorm Fernseher und schlingen ganz unbewusst unser Essen rein und vergessen total wirklich zu kauen. Und das ist elementar wichtig, denn in deinem Mund findet schon der erste Verdauungsschritt statt. Wenn du also ausgiebig kaust, dann wird deine Speichelproduktion vermehrt angeregt und deine Verdauung kann auf jeden Fall entlastet werden. Und so hast du nicht das Problem, dass unverdaute Lebensmittel in deinem Darm oder in deinem Magen vielleicht anfangen schon zu gären und so auch wieder vermehrt Säuren entstehen. Für deine allgemeine Gesundheit und auch für deinen Säurenbasenhaushalt steht auf jeden Fall auch die Stressreduktion auf dem Plan. Denn eine Übersäuerung wirkt sich auf unser Nervensystem aus, genauer gesagt auf unseren Sympathikus. Denn ein Säurenüberschuss, der von unserem Körper als Stress wahrgenommen wird, führt dazu, dass wir dauerhaft alarmbereit sind und das Hormon Cortisol wieder ausschütten, was sich wiederum negativ auf deinen Säurenbasenhaushalt auswirkt. Also du siehst, das ist tatsächlich ein Teufelskreis. Deswegen empfehle ich dir, nimm dir immer wieder Ruhepausen im Alltag und versuche auch deine Stressoren so gut es geht zu reduzieren. Ich kann dir hier gerne mal ein Meditationsvideo verlinken, damit du vielleicht mal 10 Minuten heute tief durchatmen kannst und dich ein bisschen entspannst. Mein nächster Tipp ist frische Luft und Bewegung. Viele Säuren bleiben auch im Körper zurück, da für die Energiegewinnung beim Verbrennen in den Zellen Sauerstoff fehlt. Der Verbrennungsvorgang, der bleibt unvollständig und anstatt Wasser und Kohlenstoffdioxid entstehen saure Zwischenprodukte. Einfacher gesagt, je mehr Sauerstoff wir einatmen, desto mehr Säuren werden ausgeschieden. Und deswegen empfehle ich dir lange Spaziergänge gerne an der frischen Luft oder auch moderates Ausdauertraining und gerne ab und zu mal Atemübungen, also bewusstes Atmen.
Nimm dir doch jetzt einfach mal ein paar Sekunden und atme gemeinsam mit mir mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und mein letzter Tipp, noch ein kleiner Tipp für den Alltag. Anstatt Leitungswasser zu trinken, kannst du auf Mineralwasser zurückgreifen. Wie der Name schon sagt, sind da Mineralstoffe enthalten, wie zum Beispiel das Hydrogencarbonat, was sich ebenfalls positiv auf deinen Säurenbasenhaushalt auswirken kann. Also, was haben wir heute alles gelernt? Ich fasse nochmal grob zusammen. Erstens, es geht nicht darum, wie sauer ein Lebensmittel schmeckt oder wie sauer der pH-Wert ist, sondern es geht um die Verstoffwechselung im Körper. Zweitens, das Wichtigste, was du umsetzen kannst, vermeide so gut es geht säurebildende Lebensmittel und greife lieber auf Basenbildner zurück. Und drittens, neben der richtigen Ernährung spielt auch immer wieder, wie immer, die frische Luft und die Bewegung eine sehr, sehr große Rolle. Ich hoffe, ich konnte den großen Begriff, diesen Mythos rund um die Übersäuerung etwas verdeutlichen und dir veranschaulichen. Und ich hoffe natürlich, du hattest Spaß bei dem Video. Wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du auch nächste Woche um 18 Uhr wieder mit im Bitterland dabei bist. Bis dahin, bleib schön bitter und vor allem basisch, deine Lisa.